So, da sind wir wieder. Und wir sollten etwas essen. Die. Was war gerade das für ein komisches Geräusch? Oh ja, was essen? Wir haben nicht mehr sehr viel Heilzeug. Und ich habe den Verdacht, das wird noch rapide abnehmen. Also, das heilt 30. Gehst auf dich. Das heilt. Mama? 35. Ja, okay. Kannst trotzdem auf Ovic. Und du kannst dann nochmal. So, auf den. Wenn wir jetzt noch irgendjemanden heilen würden, wäre es Verschwendung. Weil wir nichts haben, was unter 5. Den Opa vielleicht noch. Aber ich will den Opa nicht heilen. Ich bin mir zu inzwischen 70% sicher, dass er nicht wichtig ist und irgendwann wieder abhaut. Und ich will nicht meine Ressourcen verschwenden. In Anführungszeichen, auch wenn das jetzt komisch klingt. Oh, was haben wir da unten? Ein Tor. Unter Strom stehender Maschendraht gegen unerlaubtes Eindringen. Benutze Handschuhe. Aber bitte lass ein Munitionslager hier sein. Was? Tunnel? Oh, Zitadelle. Oh, und Kampf. Okay, Grandma und Enkel. Schönes Denglisch. 200 Lebenspunkte. Ja, das könnte mal dauern. Frage ist, haben die Fernkampfattacken? Und auf wen sollten wir zuerst gehen? Zuerst auf die Große oder zuerst auf die Kleinen? Die Kleinen wären recht schnell weg. Ich sehe keine Fässer, die wir sprengen könnten. Das habe ich übrigens im letzten Kampf auch falsch gemacht. Ich glaube auch im vorletzten. Wir hätten gewisse Fässer sprengen können. Aber na gut, du schießt mit der Pistole. Auf den da. 2 Schaden. Nee. Du. Wie weit kannst du gehen? Du kannst bis da gehen. Also gehst du einen Schritt vor und schießt auf den. Für auch nicht sehr viel Schaden. Aber es war so weit, wir weg sind. Du gehst vor ihn. Schießt auf den. So, und wir haben vergessen, dem Opa eine Waffe zu geben. Nicht gut. Gar. Drücke. Gib. Oh, warte mal. Du. Kannst nicht mehr. Ach, zählt das als ganze Aktion statt schießen? Das ist ein bisschen unpraktisch. Aber gut, gucken wir mal, was das Viech macht. Es geht weg. Das ist schon mal sehr gut. Schick die Enkel vor. So, bis wo kannst du gehen? Bis da. Dann geh doch bitte dahin. Schieß auf den. Geh dann einen Schritt nach hinten. Na, 2 Schritte nach hinten. Du gehst dahin. Schießt auf den. Gehst da nach hinten. Das heißt, keiner kommt bei dem an. Richtig. Und du nimmst eine Pistole. Wie jetzt? Pistole. Gib Pistole an Wassili Dobrojowski. Gib Pistolenmunition. Also ich hoffe jetzt mal, dass es doch ein permanenter Charakter ist. Oder dass er, wenn er geht, er uns das Zeug gibt. Sonst haben wir jetzt gerade einen Fehler gemacht. Du gehst mal ein bisschen näher ran. Das war nicht näher ran, das war verklickt. Du hältst den Flammenwerfer parat. Kannst bis dahin gehen. So, Runde warten. Eigentlich sollte ich jetzt schon neu laden. Wir hätten von vornherein dem Opa eine bessere Waffe geben sollen. Ja, das war's eigentlich auch schon. Du geh mal dahin. Ich habe da ein sehr schönes Ziel für dich, nämlich 3 Enkel. Wow.
Okay. Die können schon mal nichts. Jetzt ist die Frage, was macht die Oma, wenn die Enkel tot sind? Du brauchst keine Genauigkeit. Du brauchst mehr Entspanntheit. Du bist jetzt schon wieder kurz vorm Durchdrehen. Wobei ich immer noch nicht weiß, was genau passiert, wenn das auf das Maximum trifft. Aber ich denke mal, die werden irgendwie Panik bekommen oder eine Runde aussetzen müssen. Irgendwas in der Richtung. Und das wäre halt nicht so schön. Das heißt, du bekommst Glück gegen Angriff. Warum ist sie jetzt dran? Warum konnten die anderen zwei nichts machen? Das ist eklig. Und schmerzhaft. Und du kannst schon wieder Flammenwerfer schießen? Irgendwas ist gerade passiert. Also ich weiß nicht, ob das geskriptet ist, dass wenn die Enkel tot sind, dass dann quasi ein neuer Kampf anfängt. Wo sie in einer anderen Phase ist, aber das ist sehr komisch. Du gehst bitte dahin. Mittlere Panzerung. Okay. Du hast einen Gewehrschuss. Geh mal dahin und schieß schräg. 14, okay. Und du läufst einfach nur näher ran. So, einziges Problem, was ich jetzt sehe, ist, wenn sie auf den Opa schießt. Aber alle gehen auf Ovic. Ist doch Ovic, oder? Wow. 52. Geh mal dahin. Und flambier die Oma. Sehr schön. Plus 2 Schaden von der Seite. Jetzt kriegt sie nächste Runde 20, dann 15. Ne, gar nicht. 20, 15, 10, 5? Oder war das 15, 10, 5? Sie kriegt auf jeden Fall immer gut Folgeschaden. Aber Ovic wird in seinem nächsten Zug sich heilen müssen. Und die müssen näher ran. Du musst. Hier bringt dir gar nichts. Ja. Du gehst dahin. Sie kann keinen Flächenangriff. Das war ein gezielter Angriff, den sie gerade gemacht hat. Heißt, du gehst dahin und schießt. Für 5 Schadenspunkte. Und du versuchst einfach näher ranzukommen, damit du mit einem Baseballschläger rangehen kannst. Runde beenden. Ovic. Ovic. Nee, jupp. So, Ovic zieht sich mal dezent zurück, weil er würde ungern sterben. Dann benutzt er die da auf sich. Du gehst näher ran, schießt auf die Oma. Gehst zur Seite. Du gehst näher ran, schießt auf die Oma. Und du versuchst mal von da. Hast du noch einen Schuss? Ja, du hast noch einen Schuss. Schieß auf die Oma. Dann dürfen wir jetzt 0 Gewehrkugeln haben. Was nicht gerade viel ist. 10 Schaden, gut. Nicht Ovic. Ja, und im Rücken zum Gegner gucken, ist echt eine doofe Idee. Und warum geht immer alle auf Ovic? So, du gehst da hinten hin. Du guckst jetzt zum Feind. Ich hoffe mal, es kommt keine Verstärkung von hinten. Dann benutzt du die letzte Bandage, die du hast. Hast jetzt 52. Das müsstest du aushalten, wenn du nochmal schießt. Okay, du gehst noch näher an die Oma ran und schießt point blank auf die Oma. Levelaufstieg. Und noch eine Sache, die ich hätte besser machen können. Ich hätte hier in die Ecke gehen können und dann in ihre Seite reinschießen. Da gibt es einen Damage-Bonus. Ah, na gut. So, da. Er braucht gar nicht so viel Entspanntheit. Glück fehlt hier ein bisschen was. So. Du gehst an die Seite. Schieß da hin. Ja. Du gehst dahin. Nimmst den Baseballschläger. Da. Gib ihr.
So, sie wird jetzt noch einmal jemandem Schaden machen können, aber danach haben wir sie. So, Runde beenden, ja. 5 Schaden und Feuer ist weg. Sie schießt schon wieder auf Ovic. Komm, weniger als 52. Wut entbrannt. Oh, warte mal, ist das vielleicht sogar was Gutes für uns? Ovic? Was ist bei dir jetzt anders? Waffenskills hast du wohl keine bekommen. Hä? Warum bist du durchgestrichen? Oh, wir können normalerweise nicht auf den Inventar zugreifen. Das heißt, wir können ihm nur im Kampf Sachen geben. Das ist jetzt nicht so gut. Aber ja, Ovic, du... Ich hab keine Ahnung. Ihr müsst die jetzt töten in dieser Runde, sonst haben wir ein Problem. Baseballkeule, Pistole, was macht mehr Schaden? Ich glaube die Baseballkeule. 8 ist nicht viel. Du gehst zur Seite, schießt von der Seite. Wir kriegen auf keinen Fall 45 zusammen. Opa? Hat Opa ausgesetzt diese Runde? Ah, ich habe schon wieder D gedrückt, oder? Ja. Nicht auf Ovic. Game over. Okay. Kampf wiederholen? Nein. Spiel laden? Ja. So. Nochmal das Ganze. Du. Ovic. Du. Ovic. Du. Hast zu wenig. Du. Heil dich selbst. So. Du hast eine Nahkampfwaffe über. Deswegen gib doch bitte mal das Bajonett dem Opa. Hat der Opa schon mal was in der Hand? Gut. Du, Pistole. Du, das ist okay. Du, Pistole. Okay. Du, wir gehen jetzt wieder hier runter. Öffnen das Tor. Mit den Handschuhen. Und gehen in den Kampf. Und diesmal machen wir nicht die Fehler, die wir eben gemacht haben. Also wir drücken kein D. Hä? Könnte den Kampf auch ignorieren. Aber nö, will ich gar nicht. Ich will gucken, was da drin ist. Das kennen wir allerdings schon. So. Ja, die Enkel. Hm. Ich habe den Verdacht, die Oma schießt nicht, solange ihre Enkel da sind. Das könnte man also ausnutzen. Problem ist allerdings, dass wir von hier aus fast keinen Schaden machen. Also wenn wir jetzt hier hingehen mit Pistole auf sie schießen, ein Schadenspot. Das ist echt mau. Wir könnten theoretisch die Viecher einfach ignorieren. Das heißt, wir könnten theoretisch im Nahkampf laufen. Oder so halt näher rangehen und in der nächsten Runde an den Viechern vorbeilaufen. Oh, oder noch besser, wir bringen 2 davon um und einen ignorieren wir komplett. Das klingt gut. Du geh mal dahin. Guck nach da. Schieß auf den. 4 Schadenspunkte, schon besser. Opa, gehen hier ran zum Messern. Du könntest theoretisch noch schießen, aber das willst du gar nicht, so. Warum hast du jetzt nach rechts gedreht? Also nach von dir aus links. Sehr komisch, sehr komisch. So, du nimmst jetzt den Flammenwerfer, gehst dahin, bringst 2 von denen um und den letzten ignorieren wir. Der wird nicht so viel Schaden machen wie ihre komische Säureattacke. Das heißt, du bekommst Entspanntheit, weil du bist Ovic und du musst mal im Nahkampf laufen, da brauchst du sehr viel Entspanntheit. Außer Wut im Brand ist was Tolles, dann verskille ich mich gerade total. Aber gut, Gegenangriff? Ja, komm, Gegenangriff. So. Warum ist der Gegner jetzt dran? Wir haben noch... Schon fängt sie an zu schießen.